Hallo und herzlich willkommen beim Hausboot-Profi Frank, heute vom Bord der Carlotta, einer Renal 36 von der holländischen Werft De Dreit. Die Carlotta ist 11 Meter lang, 3,65 Meter in der Breite und einen guten Meter Tiefgang haben wir. Also von der Bauweise ein klassischer holländischer Stahlverdränger als Hausboot auf unseren Seen und Flüssen und Kanälen super geeignet. Wie ihr es kennt, machen wir erstmal eine schnelle Runde, damit ihr einen Eindruck vom Schiff bekommt. Und dann gehen wir ins Detail. Wir sind hier schon einmal rumgegangen, Steuerstand, ganz klassisch auf der Flybridge. Decksbelag, rutschfest, mit so einer sandigen Beschichtung. Und am Bug dann wieder angekommen, die Ankerwinch. Schauen wir einmal uns vom Bug her das Schiff an. Wie ihr seht, eine Bugkabine mit Fenster im Salon, die drei klassischen Fenster für den Salon, den Wohnbereich, Mastaufbau mit Toplicht und Horn, rechts und links die Navigationsleuchten. Wir haben eine Mittelklampe, Bugklampe, Heckklampe und hier natürlich die Stutzen für Fäkalien, Frischwasser, Abwasser an den Seiten. Das braucht man ja. Gehen wir nochmal zurück zum Steuerstand. Beziehungsweise hier zu unserem Achterdeck. Ja, haben wir hier an Bord Tische, Stühle, Rettungsring, alles da. Ist schön geräumig. Zwei Kabinen hat das Schiff, ja. Zwei Kabinen, vier Leute und natürlich dann das Übliche, ne? Zusätzlich könnte man noch im Salon schlafen, wenn man will. Dann gehen wir hier durch die Persenning, schön eingehaust. Erstmal gleich ein Hinweis, wir tauchen hier mal ein. Und das seht ihr vielleicht hier unten unterhalb des Lenkrads da, den Luftaustritt. Ne? Also die Warmluftheizung hat hier auch am Steuerstand einen Austritt. Und damit kann der, wenn wir dann das komplett einhausen, auch gut beheizt werden. Also das Schiff eignet sich auch für Fahrten bei geringeren Temperaturen, Frühjahr und Herbst. Im Detail der Steuerstand hier unsere Echolot, Ruderlageanzeige, Umdrehungszahl für die Maschine. Nee, Knoten sind das tatsächlich. Also ein Geschwindigkeitsmesser, die Logge. Den Fäkalientank haben wir hier mit der Anzeige, aber ihr wisst ja, was ich davon immer halte. Man weiß nie so genau, was der dann wirklich anzeigt. Bugstrahlruder haben wir hier. Der Schiffsdiesel hat etwa 100 PS, also für diese Größe von Schiff wirklich ordentlich. Da kann man fahren. In Zeiten steigender Benzinpreise oder Dieselpreise ist das natürlich so eine Sache. Aber das kann ja jeder für sich entscheiden. Frischwasser, Diesel und dann haben wir hier die üblichen Pumpen und Schalter und hier im Detail natürlich das Maschinenpanel mit Maschinentemperatur, mit dem Öldruck, Maschinenbatterie und die Umdrehungszahl für unseren Motor. Soweit ein klassischer Steuerstand, Landstromanschluss hier gleich an Steuerbord dran, ordentliches, schönes Allwetterkabel. Nun sind wir hier am Heck der Carlotta anbekommen, der De Dreit Yacht, 11 Meter Länge. Schauen wir uns mal die Badeplattform an. Das ist natürlich bei diesen holländischen Stahlverdrängern die ganz klassische Bauweise mit einer sehr schmalen Badeplattform. Das muss man wissen, sorgt natürlich dafür, dass man drinnen mehr Platz hat, aber naja. Zum Baden muss man dann eben auch schauen, dass man sich nicht den Kopf stößt oder da genug Platz hat. Hier gibt es die Badeleiter und in der Badeleiter, das sehen wir jetzt hier, dann der Tank für die Fäkalienentsorgung und oben drüber haben wir unsere Heckdusche mit fließend warmem Kaltwasser. Also hier können wir dann nach dem Baden uns auch noch abduschen, wenn wir wollen.
in den meisten Seen in unserer Region ist das Wasser ja so klar, dass wir das gar nicht brauchen. Aber wenn es ein bisschen kühler ist, vielleicht mal eine heiße Dusche hinterher, das ist ja nicht verkehrt. Zwei Fenster nach Achtern raus für die Kabine. Wir haben ja zwei Kabinen hier an Bord. Und wenn es ein bisschen schummrig wird und wir vom Hafen auf das Boot gehen, dann haben wir hier, das seht ihr, so eine Stufenbeleuchtung, Treppenbeleuchtung. Das ist immer ganz praktisch. Man weiß ja nie, wie die Beleuchtungslage so am Hafen ist. Und hier geht es dann oben natürlich auf unser Sonnendeck. Steuerbord haben wir hier unsere Reling und können wir auch gleich mal inspizieren. Also das kennt ihr wahrscheinlich, ne? Die Reling hier. Ganz klar, einfach ziehen und dann einschieben und arretieren. Umlaufende Stahlreling, massiv großer Bugkorb. Hier bitte aufpassen, das kommt halt schon ein Stück raus. Ne? Also das geht etwas über den Schiffsrumpf rüber, dass da nichts passiert, wenn ihr irgendwo mal in der Schleuse fahrt oder ähnliches. Sehr gut finde ich hier vorne das ganze Ankergeschirr. Das ist mit diesen Rollen und der Kippmechanik wirklich eine feine Sache, um den Anker da leicht und einfach zu heben. Sonst hat man häufig vorne das Problem, dass der Anker eben ja irgendwie hochkommt und man nicht so richtig ihn am Boot festmachen kann, beziehungsweise das verturnt irgendwie. Also das ist diese Rollenkonstruktion, die wir hier vorne haben. Das ist eine feine Sache, um da wirklich ganz einfach und sehr komfortabel den Anker auf dem Boot ja, in der richtigen Position zu arretieren und auch wenn man ihn fallen lässt, dass er da gleich richtig rauskommt. Hier geht es hinunter in den Salon der Carlotta. 5 Stufen und schon sind wir da. Und hier schauen wir uns jetzt an, wie das im Inneren ausschaut. Große Fenster, Schiebefenster hier seitlich zum Öffnen und Belüften und vorne 3 Fenster. Häufig hat man hier in der Mitte ja auch ein Fenster, was nach vorne, nach außen geöffnet werden kann. Haben wir hier jetzt nicht. Hier im Salon haben wir die Sitzgruppe, blau bezogen, sieht ordentlich aus. Und in der Ecke über der Sitzgruppe die Steuerung unseres Inverters. Hier haben wir die Maschinenstunden nochmal abgebildet und oben drüber die Steuerung für unsere Warmluftheizung Webasto. Also das ist, wer schon mal auf so einem Boot war, bekannt. Und wer es noch nicht kennt, der lernt das schnell. Wichtig ist halt nur bei der Heizung nicht hin und her regeln, sondern einmal eine gewünschte Temperatur einstellen, die Heizung anlaufen lassen und dann schauen, ob sich das alles so ja, wohlig warm anfühlt, wie es halt sein soll und erst dann wieder anders regeln. Die sind halt träge und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber dann machen die einen guten Dienst. Vom Salon geht es klassischerweise bei einem holländischen Stahlverdränger ein paar Stufen hinunter in die Pantry, in die Küche. Ne, dann steht man hier so, hat den Überblick oben über den Salon von hier und hat hier unten seinen Kochbereich. Ich kann noch mal das Licht einschalten. So können wir dann hier 4 Flammen Gasherd. Muss ich sagen, für die Größe von Schiff ist ja 11 Meter, 4 Personen, also 4 Flammen Gasherd ist wirklich eine Besonderheit. Das, ja, also wer hier gern Menüs zaubern will, hat hier alle Möglichkeiten bei der Carlotta. Oben rechts drüber eine Mikrowelle. Dann sehe ich hier hinten drin, ne, da sind auch Heizstäbe, also ist auch ein Backofengrill, Umluft, Kombigerät. Ach, sehen wir ja auch hier Grill, Kombi, holländisch beschriftet. So, Spüle haben wir auch. Warm und kalt Wasser, Kaffeemaschine, ich glaube die meistverkaufte Kaffeemaschine der Welt, Melitta Easy. Und dann hier natürlich Schubkästen mit der typischen, klassischen, aber auch bewährten Arretierung. Und dann haben wir hier den Kühlschrank. Ja, passt. So, einmal wieder auftauchen aus der Küche
Und neben der Küche befindet sich dann hinter mir gleich die berühmte Nasszelle, das Badezimmer, hier Duscharmatur, Brausekopf, Licht haben wir glaube ich auch, warten wir mal, zack, schon geht's an. Toilette haben wir hier auf der Seite, gehen wir rüber, so, ne, das ist hier Marine-WC, elektrisch betrieben, Bedienung hier hinten, steht eigentlich drauf, also die haben immer zwei Knöpfe, eins für Pumpen mit Wassereinfluss und eins für Pumpen ohne Wassereinfluss. Wo wir uns jetzt schon mal hier im Vorderschiff befinden, fehlt noch eines. Wir haben die Küche, wir haben das Bad, eine Kabine. Und diese befindet sich hinter dieser Tür. Wer hätte es gedacht? Und wir schauen mal rein. Ich habe hier schon mal die Matratze beiseite genommen, weil ich euch was zeigen will. Und zwar hat man in Kabinen immer das Problem mit Schwitzwasser. Das ist jetzt nicht so, dass das Schiff undicht ist oder irgendwas, sondern einfach durch die Atmung bildet sich an der feuchten Außenwand und an anderen Stellen Schwitzwasser. Und vor allem auch unter Matratzen, und das führt dann eben zu Schäden und unschönen Dingen. Hier haben wir eine Unterlage zwischen Matratze und Holz, die das verhindert. Hier wird die Matratze unterlüftet und dadurch ist das Problem von Schimmel oder ähnlichen Dingen gebannt. Sonst schauen wir uns um in der Kabine. Wir haben hier auf jeder Seite zwei Bullaugen. Ein bisschen Stauraum gibt es auch. Ich gehe mal rückwärts, zeige das euch hier. Hier einmal öffnen und dann haben wir hier einen kleinen Schrank, wo wir auch ein bisschen Garderobe unterbringen können. Aber damit nicht genug. Wir wenden uns einmal um und da haben wir dann schon den zweiten Schrank hier drüben. Und da können wir dann auch Garderobe unterbringen und das ist auch recht tief. Also da passt dann schon einiges rein. Und ganz unten drunter eben wieder der Luftaustritt für die Heizung. Dann gehen wir gleich zur zweiten Doppelbettkabine und diese ist auf der anderen Seite des Salons. Wir gehen jetzt vom Bug zum Heck, drehen uns hier einmal um. Und dann haben wir hier die zweite Kabine und dort schauen wir jetzt mal rein. Und was jetzt auffällt und was auch eine Besonderheit an diesem Schiff ist, ist tatsächlich, wir haben zwei Doppelbettkabinen. Meistens hat man ja am Bug eine V-förmige Anordnung der Betten. Hier haben wir vorne ein Doppelbett und ebenso achtern, wo wir jetzt sind, auch ein Doppelbett. Bisschen mehr als eigener Kabine hier gestaltet, nur mit mehr Stauraum auf jeden Fall. Wenn wir hier die Schränke schauen, so. Oder hier dann auch mit noch mehr Ablagefächern. Hier haben wir dann Hängegarderobe in dem Schrank. Leseleuchten, hatte ich glaube ich nicht gesagt, hat aber das andere Bett auch. Also wir haben wirklich zwei vollwertige Doppelbetten. Ich meine, was hier jetzt noch das Extra ist, dass das zweite Badezimmer in die Kabine integriert ist. Das haben wir hier hinter der Tür. Jetzt sind wir hier mal reingetaucht. Dusche haben wir da und ja, Waschbecken, WC, Toilettenpapier steht auch schon bereit. Also das gibt euch auch der Charterer in der Regel ja mit, dass ihr da das richtig machen könnt. Ne? Ganz normales elektrisches Marine-WC und natürlich auch ein Fenster zum Lüften. Nee, zwei sogar, also da hinten sehe ich in der Dusche auch noch mal eins. So, das ist die Carlotta, eine Yacht von De Dreit, 11 Meter, also von der Bauweise geräumig, aber kompakt. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Diese Yacht liegt hier im Hafen heute in Spandau. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Glocke abonnieren. Jede Woche gibt es ein neues Boot. Ihr bekommt dann entsprechend den Alarm. Von daher verpasst ihr keins. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut, euer Hausboot-Profi Frank. Tschüss!